ob in New York, in Paris, in Stockholm oder in West-Berlin. Die progressive Jugend ist auf dem Marsch nach links und ein paar Sänger und Musiker marschieren mit. Natürlich wissen diese, wie sie sich nennen, Kulturarbeiter, ganz genau, dass sie mit Noten nicht die Welt verändern. Trotzdem, die Musik ist für sie mehr als nur ein Zwischenton im Klassenkampf. Nach den Voices of East Harlem möchte ich Ihnen nun eine junge deutsche Politrockgruppe vorstellen. Sie kommt aus West-Berlin und ihr Name ist schon fast ein Programm. Ton, Steine, Scherben. Engagement habt ihr? Wir wollen mit der Musik, die wir machen, die Menschen dazu zu überzeugen, dass sich alle Menschen von ihren Unterdrückern befreien müssen. Und ich glaube, dass die Musik dabei einen wichtigen Faktor spielen kann. Inwiefern? Inwiefern? Weil man, das habe ich vorhin schon gesagt, weil man mit der Musik Sätze populär machen kann. Wir wollen Volkslieder machen. Und Volkslieder können ein revolutionäres Moment sein.